Ah ja, wo bin ich denn hier gelandet? In welchem Kampf? Wie kriege ich euch denn jetzt los? Na gut, die Feuerblume wird bei den Feuergegnern wahrscheinlich nicht so viel Schaden machen, oder? Machen wir erstmal einen Standard-Erdbeben. Und wir sollten auf jeden Fall aufpassen hier. Denn heute haben wir vor, gegen den Boss von Kapitel 4 zu kämpfen. Oh, das geht nicht. Oh, nicht gut. Wie sie aussieht. Verdammt! Nein! Nein! Oh Mann. Ja, Facepalm. Ja, nächster Treffer und nächster Treffer. Ich kann gar nichts machen. Aha. Sehr schön. Ich kann nicht abhauen. Mario kann sich nicht bewegen. Sehr super toll. Machen wir mal den Spuk. Damit sie alle abhauen. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Kampf. Oh, ich kann das nicht schneller machen. Das geht nicht. Egal, hat geklappt. Was ein schrecklicher Kampf. Okay, was das würfelt? Meditation Orden. Das Fokuskommando lädt die Sternenergie mehr auf. Das klingt ganz nett. Ich weiß aber nicht, ob wir das so gut gebrauchen können. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Hier. Ein Punkt. Geht mal so schlecht. Ich lasse aber erstmal. Ich merke es mir aber, dass ich es habe. So, hier noch ein paar Münzen. Okay, ich bin zwar jetzt sehr angeschlagen, aber noch gehe ich nicht zurück, um mich zu heilen. Erstmal will ich wirklich wissen, was dahinter sich bewirkt. Warte mal. Hier oben rechts ist auch noch was. Geht's hier weiter? What? Ui, jemand ist gekommen. Jemand ist hier im Dunkeln. Hi. Ui, oh, kann es denn sein? Ui, es ist Mario. Hi, was geht ab? Jetzt bist du mein Mario. Ui, ich lass dich nie wieder gehen. What? Ist das ein Boss? Ich werde mich ganz rasch um dich kümmern und dann wieder in die Dunkelheit zurückkehren. Ich hasse das Licht. Deswegen nehme ich dich mit in die tiefste Finsternis. Warum hast du denn überhaupt eine Taschenlampe oder halt eine Lampe generell? Was bist du für einer? Okay, dann. Ich kann nicht scannen. Du kannst diese Aktion jetzt nicht ausführen. Warum? Mario kann sich nicht bewegen? Das ist nicht dein Ernst. Okay, ich kann nur die Laterne angreifen. Ah, dann wird's heller. Jetzt kann ich ja noch sehen. Au, das Licht, es ist so hell. Das ist nicht gut hier. Dunkler und dunkler. Hä? Was denkst du, wer du bist, Kollege? Das geht so gar nicht, Mann. Ich zeig dir mal, wie das aussehen soll. Hey, yeah! Und, hui, yeah! So, kann ich ihn jetzt scannen? Jetzt kann ich ihn scannen. Jack Lantern. Das ist Jack Laterna. Er weicht Angriffen aus, indem er sich mit Dunkelheit umgibt. Maximal 40 KP, 5 Angriff, keine Verteidigung. Deine Freunde wie ich erleiden ebenfalls Schaden, wenn er seine Blitzattacke ausführt. Die Angriffskraft dieser Attacke beträgt 2. Triff mehrmals die Laterne, um sie heller leuchten zu lassen. Dann kannst du ihn auch direkt treffen. Sobald er sichtbar wird, solltest du deinen Kopf angreifen. Okay. Was braucht er jetzt? Es blendet! Okay, Partner ist geschwächt. Ich kann auch währenddessen nicht wechseln. Das heißt, ich muss jetzt attacken. Ja, leider bin ich gar nicht vorbereitet. Ich bin hier random reingekommen. Ich mach den Power Jump auf ihn selbst. Bam! 6 Schaden. Ja, und er pustet wieder in sein Ding rein, da. Ja gut, ich schätze, ich springe einfach nochmal drauf, weil ich eh nichts anderes machen kann. Nicht auf die... ich Idiot. Nicht auf die Laterne. Was zur Hölle? Okay, Kollege. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Hackfleisch hier. Keine Ahnung, ich glaube. Einfach angreifen. Yeah!
6 Schaden. Für was war das? 1 BP oder so? Mehr Verteidigung kann ich gut gebrauchen. Okay, er pustet nur. Mehr macht er gerade wieder nicht. Pusteblume gibt's hier. Lady Boo. Weil eigentlich müsste sie doch hier perfekt sein. Sie macht mehrere Ohrfeigen und 1, 2, 3. Ja, perfekt. Perfekter Charakter für diesen Kampf. Seht euch das an. Oh! Das kann White Mouth. Ah! Dieser dumme Blick von Lady Boo über. Okay, noch einen Power Jump. Hey, yeah! Ja. Okay, er pustet, aber es geht immer ganz runter. Das stört. Okay. Wir machen folgendes. Wir trinken eine Super Soda. Nee, machen wir nicht. Oder? Ich denke mir, das Sound ist zu delayed, aber ich glaube, es ist es gar nicht. Oder ich bete einmal kurz. Ich bete einmal kurz. Komm. Noch keine Items verwenden hier. Kann man ihn noch sehen? Könnt ihr ihn sehen, Leute? Er ist der Held. Ich schwöre es euch. Okay. Was macht er? Stampf auf uns drauf? Ja. Ah, ich hab's sogar geblockt. Oha. Was ein Dude. Okay. Power fangen. Bam, 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 bam. Sie haut dann die ganze Zeit auf das Licht drauf. Komm, jetzt geh an. Geh heller. Kennt ihr das bei der Taschenlampe, wenn die irgendwie schon älter ist und die Batterien da schon lange drin waren und... Oh, ich hab mich verkackt gerade. Auf jeden Fall, was ich sagen will, kennt ihr das, wenn die Taschenlampe nicht mehr richtig funktioniert und ihr dann die ganze Zeit draufhaut und es dann irgendwann wieder funktioniert? Knapp. Das ist literally einfach genau dieser Moment hier. Oh, und der Power Jump? Ich meine, der kostet 2 BP und man muss ihn auch nochmal hitten. Aber 6 Schaden ist schon nicht schlecht. Und jetzt stellt euch mal vor... Na, das ist doof, dass sie mal angegriffen wird. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir hätten noch diesen Orden ausgerüstet, dass wir immer plus 1 Damage machen würden mit allem. Das wäre noch geil. Aber der Power Dots, der wäre natürlich jetzt auch geil. Ja. Ich hätte einen Power Jump. Bam! Ein Power Jump ist er down. Ich habe keine BP mehr. Können wir es auch mit normalen Jumps schaffen? Ich glaube schon. Bam! So, das reicht eigentlich auch schon, um ihn anzugreifen, schätze ich. Das weiß er auch. Verdammt. Okay, Lady Boo. Oh, Feigen! Gegen seine Stirn! Da ist er sehr anschwächlich. Ja. Seine Schwachstelle. Genau. Seine Schwachstelle. Und... Blöpp. Ja, hab den Kampf nicht erwartet. Die XP nehme ich trotzdem mit. Darf ich geheilt werden noch? Nein! Schade. Kann ich bitte noch ein bisschen Licht haben? Hi, Herr Schnauzbart! Ich bin Watt! Lässt du mich von hier raus? Okay. Oh, wie süß. Ein kleines Elektrobaby. Ja, ich bin frei. Ich bin so froh. Danke, Herr Schnauzbart. Ah ja, kein Problem. Hey, bist du nicht Mario? Mhm, genau. Du hast mich gerettet wie ein Held. Du bist kein Held, oder? Du bist der Coolste. Du hast mich vor dem Bösen gerettet. Das werde ich dir nie vergessen. Ich gehe mit dir, Mario, okay? Du bist gerade erst geboren. So sieht's zumindest aus. Ich hab gehört, wie die Schalker sagten, dass du versuchst, Bosses Beach vor Bosses zu retten. Du bist super toll. Du bist der Größte. Ich glaube, du bist der Beste. Deswegen möchte ich dir helfen. Ich werde auch brav sein. Ehrlich. Okay, ich habe wohl keine andere Wahl. Watt gehört nun auch nur zum Team. Nach unten drücken, um die Umgebung zu erhellen. So werden auch unsichtbare Blöcke ans Licht gebracht. Im Kampf kann sie... Das ist eine Sie, okay. Im Kampf kann sie Gegner mit Elektrohieb schockieren oder mit Powershock lähmen. Das klingt ziemlich cool. Ganz schön dunkel hier. Hey, wie mag ich Dunkelheit? Aber jetzt kann ich dir beweisen, wie hilfreich ich sein kann, okay? Setze meine Kräfte ein, okay? Okay, let's go. Ganz schön cool, was? Sieh doch, wie hell ist es jetzt? Ich wette, niemand sonst kann dir so helfen wie ich, oder? Wette, weil sie Watt hat. Naja.
Okay, aber jetzt lass uns gehen. Lass uns gehen? Ach, ich kann ihn jetzt festhalten und sogar springen. Ah, das ist ganz nett. Guck mal, das sieht aus wie ein Bisasam. Ist hier in der Box vielleicht noch was drin? Bam! Oder vielleicht Stampfattacke? Ich sehe halt nichts. Verdammt! Boah, es ist aber auch extrem dunkel hier gemacht worden, ne? Ne, hier ist nichts. Kollege. Kollegin. Hier ist ja gar nichts mehr für uns. Höchstens der Ausgang. Aber cool, wir haben wirklich einen neuen Begleiter. Habe ich nicht erwartet, dass wir das noch in diesem Chapter bekommen würden. Schauen wir ganz kurz die Beschreibung an von ihr. Watt. Die Tochter von Mini Sparky. Sie kann Elektrizität abgeben. Okay, ich weiß nicht, wer Mini Sparky ist, aber das ist ziemlich cool. Wir haben Goomba, Koopa, Bob Omb, Para Koopa, Buhu und, ja, ein Sparky halt. Sehr komische Auswahl. Also, der Sparky meine ich jetzt. Aber ich find's cool. Okay, dass es jetzt so ein super Baby Sparky ist, weiß ich jetzt nicht. Aber, sie macht ihren Job. Das ist alles, was wichtig ist. Auch in der Branche. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Ich habe jetzt einen neuen Charakter, aber ich weiß nicht, ob ich sie im Kampf benutzen werde. Ja, vermutlich schon, oder? Wird jetzt bestimmt unser stärkstes Teammitglied sein, weil sie ja das Neueste ist. Angriffe, Elektrohieb. Umgeht die Verteidigung und greift mit Elektrizität an. Oh, umgeht die Verteidigung hört sich sehr nice an. Das ist mal was Neues. Und Power Shock paralysiert einen Gegner mit einem Elektroschock. Das ist auch nicht schlecht. Na gut, ein Gegner. Paracam habe ich kaum benutzt in diesem Playthrough, ne? ich weiß nicht. Ich will eigentlich direkt mal Watt leveln. Aber mal um zu sehen, was sie direkt alles kann. Ich hoffe, es schaut euch nicht. Sowieso mein Playthrough. Haha, ihr Loser. Wir haben irgendwo noch mal eins gesehen. Wo war denn das? Watt hat den Superrang erreicht. In welchem Gebiet? War das nicht in Chapter 3 irgendwo, dass wir da auch so einen Block gesehen haben, wo wir auch nicht ran konnten? Vielleicht können wir da jetzt ran? Na gut, was soll mir Licht da bringen? Ich weiß es. Ich muss generell auf jeden Fall irgendwann nochmal backtracken in diesem Spiel. Achso, ja, was ich gesagt haben sollte, wir kommen zurück. Wir machen heute das Kapitel wahrscheinlich noch durch, weil. Denn ich wollte ja noch nach rechts gehen. Und hier rechts befindet sich vermutlich der Boss. Oh. Ja. Das sieht zumindest nach Boss-Time aus. Boni. Oh, guck mal, wie süß. 1, 2, 3. Showtime. Oh. Showtime. Geht dann erst ab, wenn wir die Wand gebrochen haben. Ohren zu halten. Puh. Oh, die ganzen Shy Guys. Schade, nicht zerquetscht. Ja, hab ruhig Angst vor Mario. Vor allem du. Ja, rennt ruhig weiter. Könnt direkt dem Boss Bescheid geben, dass ich unterwegs bin, um euch die Knie zu brechen. Boing. Ist hier irgendwas oben? Falltür oder sowas? Es wurde ja irgendwie gesagt, dass hier eine ist. Oder wird das gesagt? Verstehe. Ja, das fand ich cool, dass wir ab und zu mal endlich wieder so ein paar Sachen bekommen für unsere alten Teammitglieder. So, das reicht ja doch, oder? Nein? Komm schon. Ach komm. Ernsthaft jetzt? Ich hab gerade das Spiel gelobt und dann sagt das Spiel mir, nein. Das kann doch nicht sein, hä? Wie soll man denn sonst rankommen? Warte mal, nein, das kann nicht sein. Das muss so richtig sein. Aber ich fahre ja hier direkt. Na gut, mehr als das könnte ich glaube ich nicht, aber das muss reichen. Eben, sag ich doch. Sternenwind, Sternschnuppenhagel gegen alle Gegner, Angriffskraft 6. Das klingt ziemlich strong. Okay, aber können wir dann jetzt endlich zum Boss kommen?
Vermutlich hinter dieser Wand. Schäfchen, nein, danke. Nein, danke. Ich muss mal A drücken. Ah. Okay, deshalb sollte man auch erstmal nach links gehen. Was schreit denn hier? Ach, ihr schreit hier. Hey! Hilf, hilf! Hilf mir! Oh, danke. Gut, dass ich das gesehen habe. In meinem Licht. Sie sind also gekommen. Wer bist du denn? Ich bin General Guy. Wir befolgen König Bowsers Befehle und bewachen den Stern. Solange wir ihn in Verwahrung halten, haben wir die Erlaubnis, alles zu tun, was wir wollen. Haben Sie das verstanden? Ihr Schicksal ist mir völlig gleichgültig, Sir. Sie sind unhöflich und außerdem hier eingedrungen. Zu unserer Spielzeugkiste haben Leute wie Sie keinen Zutritt. Die Schätze in dieser Spielzeugkiste sind nur für uns Shy Guys. Und der Verbleib des Sterns geht Sie überhaupt nichts an. Stellen Sie sich dem Kampf, Sir. En garde! Attacke! Gott, der General mit seinem Trupp! Jetzt sind wir wirklich bei einem Bosskampf. Nein, oder? Alle? Okay, Leute, alle zusammen. Jetzt ist er dran. Angriff! Alter, das ist doch nicht... Ist doch nicht dein Ernst? Ich hätte doch vielleicht erstmal Gubare rausholen sollen. Obwohl, ich weiß das ja eigentlich, aber ich bin trotzdem dumm und check das nicht. Der Scheitrupp, der schüchterne Trupp. Dieser Trupp greift mit allen Mitgliedern gleichzeitig an. 15 KP haben die insgesamt. Das ist einer, weil die sind ja alle, ja, Schisser. Ein Angriff, glaube ich, ja, weiß nicht, keine Verteidigung. Die Anzahl der Angriffe richtet sich nach der Anzahl der Schallgeist im Trupp. Je mehr Schallgeist im Trupp sind, desto höher ist die Angriffskraft. Setze eine Attacke ein, die viel Schaden auf einmal verursacht. So können wir den Trupp dezimieren und unsere Chance für den Sieg erhöhen. Oh. Das ist doof gelaufen. Hilfe, 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 Hilfe! Nicht da unten! Hallo, was soll das? Habt ihr ein Problem oder was? Jetzt reicht's mir aber. Was? Get up! Oh Mann. Turbolader haben wir bekommen. Er steckt Amaris Angriffskraft für kurze Zeit. Das, was Gumbare eigentlich auch tun sollte, aber kann er nicht. Paralysiert einen Gegner. Das können wir mal ausprobieren. Es geht nicht, es geht nicht. Es geht bei denen nicht. Schade. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Verdammt, wie sagt ihr doch, die Nase ist privat. Ey, ich glaube, bei denen hackt's. Wie hackt's? Powersprung? Was hat mehr Schaden? Wir sollen einen Angriff machen, der ganz viel angreift. Wurde uns gesagt. Ich glaube, dafür habe ich aber auch keinen Charakter. Also, Boo! Lady Boo! Sie ist dafür perfekt. Ja, klar, mit den Ohrfeigen. So. Bam, 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 bam. Einer nach dem anderen weg. Yeah. Ich sagte doch, es reicht langsam. Habt ihr es nicht gecheckt? Die checken gar nichts. Das sind wie kleine Leute auf YouTube. Die checken gar nichts. Bam. Bär, 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 bär. Okay, wie viel Schaden macht jetzt ein Sprung? Oh. Mehr Damage? Auf alle Angriffe oder auch nur auf den? Verstärkte Angriffskraft. Okay, generell, keine Ahnung. Okay, dann hätte ich doch die ganze schon angreifen können. Ich dachte, ich muss immer so, ich mache immer nur einen Damage, aber davon mache ich dann einen weg. Nee, ist nicht so. Oh nein, hat sie alle besiegt. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, jetzt liegt das an mir. Mit seinem Beat selber, Digga. Oh. Sind wir ein Crafted World oder was? Mario, Sie, Sir, werden dafür bezahlen. Sie haben meine Infanterie geschlagen. Aber das ist alles, was Sie heute schlagen werden. Seien Sie gewappnet. Das Einzige, was ich schlage, ist dir und deine hässliche Maske. Was wäre das denn jetzt? Leute, da ist noch der Hintergrund drunter. Okay, jetzt haben sie weggemacht. Oh, Angriff! Hi, Shy Guys! Kämpft, kämpft, kämpft! Jawohl, Sir, sofort, Sir! Was für ein Ding? Was für ein Ding? Ich check gar nichts. Ich muss erstmal scannen, sonst check ich gar nichts.
Okay, ein High Shy Guy. Ja, genau. Richtig. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich um Shy Guys auf Stelzen. Ich meine, für mich ist das ziemlich offensichtlich. 7 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Greifst du mit einer Attacke an, die den Boden erzittern lässt, fallen sie herunter und werden zu normalen Shy Guys. Natürlich habe ich genau jetzt den Orden nicht dabei. Oder habe ich ihn dabei? Ich glaube nicht. Ich guck kurz nach, wenn ich hier fertig bin. Mit euch. Den Boden zu wischen, doch habe ich. Yes. Erdbeben. Der wird euch gefallen. Okay, der General Guy ist gerade einfach nur Deko, wie es scheint. Du lädst dich auf. Du packst das schon. Geh nach oben. Ich hab doch. Ja, Junge, der feiert sich selbst ab. Was ein Loser. Okay. Normaler Jump wird den auch schon killen. Na komm, killen wir die jetzt einfach. Passt schon. Würde nicht reichen? Als ob. Aber das würde reichen, oder? Bam. Bam. Ja, okay. Immerhin etwas. So. Nach oben. Ich hab gedrückt! Mann! Der geht mir auf die Schnürsenkel! Die machst du jetzt gefälligst zu! Idiot. Ah, unglaublich! Ich glaube, es ist an der Zeit für mein Spezialbataillon! Du denn was? Oh nein, der Goomba-Turm, aber ist bestimmt aus Shy Guys! Und noch mehr Shy Guys. Also. wo kam der denn jetzt raus? Tut mir leid für diese Zeit, die Rechnung zu begleichen. Nein, Griff! Ja, was ja? Der hat doch einen Schaden! Was ist das? Das ist ein Scheißstapel. Wow, dieser Stapel verfügt ja bei den ausgezeichneten Gleichgewichtssinn. 10 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Die Angriffskraft entspricht der Anzahl von Shy Guys in dem Stapel. Bei 4 Shy Guys beträgt die Angriffskraft 4. Du kannst sie eine nach dem anderen mit dem Wirbelschlag ausnocken. Offensichtlich sinkt ihre Angriffskraft, wenn der Stapel kleiner wird. Wirbelschlag? Wirbelschlag? Was ist denn ein Wirbelschlag? Wovon redest du? Ich hab den Sternsturm, aber der macht nur 7 Schaden. Wollen wir mal den Powerschlag ausprobieren? Haben wir noch gar nicht gemacht. Den mach ich mal. Bam! 6 Schaden? Also genauso wie der Powersprung da vorhin. Also ganz in Ordnung. Genauso wie der Damage Output hier gerade. Okay, du machst diesmal weg. Bam. Bam. Wie die so kippen. Auch super. Okay, noch ein Powerschlag. Ich finde das super wichtig, dass mehrere Marios kommen. Um drauf zu hauen. Na, zu früh. Zu früh. Man hat es auch schon, glaube ich, gehört, oder? Gumbari, du machst das. Nee, du machst das nicht. Du musst gleich scannen. Ich mach's aber mit einem Jump. Passt schon. Normaler Jump sollte ausreichen. Bam. Ein langer Kampf, ja? Ja? Nichts zu sagen? Gut, dann nehme ich das eben selbst in die Hand. Niemand stellt die tapferen Shy Guys meiner Armee auf diese Art und Weise bloß. Niemand! Oh Gott, jetzt meint das ernst. Jetzt geht's richtig los hier. General Guy. Ja, das ist General Guy in seinem Panzer. Obwohl es sich nur um ein Spielzeug handelt, sieht der Panzer doch ziemlich gefährlich aus. 30 KP, 4 Angriff, 2 Verteidigung. Von seinem Panzer aus gibt der General nicht nur Befehle, er wirft auch mit Bomben und greift mit Elektroschocks an. Die Angriffskraft einer Elektroattacke beträgt 5. Auch seine Freunde nehmen dabei 2 Punkte Schaden. Wenn wir die Glühbirne zerstören, kann er diese Attacke nicht mehr einsetzen. Normale Angriffstechniken scheinen wirkungslos zu sein, weil der Panzer zu stark bewährt ist. Okay. Also wir können die Glühbirne angreifen und das wird sich wahrscheinlich auch mehr lohnen. Dann machen wir es mal. Ja! Nein! Das Timing ist immer so schwierig bei solchen Dingern. Alter! Was ist das für ein Problem, Mann? Ich will mit Watt kämpfen. Aber Watt ist neu im Team. Ich will ein bisschen herausfinden, was sie kann. Elektrohieb fühlt sich eigentlich ganz nice an. Halte A gedrückt, okay. Bam. Ich bin nicht so cool in solchen Attacken, wo man so A lang gedrückt halten muss. Verdammt. Okay, aber die Glühmühle kaputt zu machen, habe ich jetzt verstanden. Sollen wir machen.
Okay, hat geklappt. Hat gereicht. Und nun wird es Zeit für einen Power Shock. Angriff! Es geht wieder nicht. Okay, er ist auch immun dazu. Ah, Mann, verschwendet komplett. Schade. Okay, wisst ihr was? Nein. Ich nehme was nehme ich? Was haben wir denn? Ich habe einen Kuchen. Ich würde alle meine BP wiederherstellen. Das wäre nicht schlecht. Andererseits könnte ich es auch immer erstmal mit anderen Sachen versuchen. Ne, ich nehme den Kuchen. Ich hab Hunger. Lecker gemacht, Omniti. Der schmeckt. Okay, dann lad mal Mario auf. Bam, bam, bam. Yeah! Um eins? Der ganze Anfang um eins? Schade, wenn ich ehrlich bin. Aber drei. Ach, drei Runden lang jetzt. Ah! Na gut, dann will ich nichts gesagt haben, ne? Ja, genau jetzt, wo meine Sternleiste aufgefüllt ist. Ich dummerle. Aber passt schon. Und nochmal doppelte Angriffskraft durch unsere Wahrsagerin. Let's go. Let's freaking go. Und ich verkack das Timing. Und ich verkack das Timing. Das hat wehgetan, Mann. Wo haben Sie das Kämpfen gelernt, hä? Sie müssen schummeln. Ich schummeln? Ist das dein Ernst, Mann? Ist das dein Ernst? Meine Hightech-Verteidigung scheint diesen elektrischen Angriffen nicht standhalten zu können. Hören Sie sofort damit auf. Das ist viel zu stark. Das ist gegen die Konvention von Shaker City. Bruder, das ist kein Shaker City. Das hier ist die Spitzerkiste, Mann. Das ist was ganz anderes. Du, 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 du. Bam. Und. Funktioniert nicht. Noch ein Turbolader? Nee. Erstmal ein normaler Angriff. Er hat dann viel Verteidigung, aber nicht so viel Leben. Und ich leider auch nicht mehr wirklich gerade, ich Idiot. Ah, will ich es riskieren? Irgendwie will ich es riskieren. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Irgendwie will ich es riskieren. Oh, ich will sowas von riskieren, Mann. Let's go. Was? Ach, wegen seiner Verteidigung. Oh, das war sehr schlecht jetzt zu riskieren. Mist. Nein, mach nochmal einen Angriff. Und dann heile ich mich jetzt. Oder ich greife an. Nein, ich will angreifen. Ich bin so auf Risiko. Ich bin so richtig auf Risiko gerade. Nein. Ich gehe Risiko. Kuh. Bam. Und du. Alter, wenn ich das jetzt verkacke, ne? Alter, wenn ich das jetzt verkacke. Wenn ich das jetzt verkacke, ist es aus. Bam! Down! Es fällt auseinander. Boah, Rückenschmerzen für immer ewig. Epischer Kampf, aber nicht so schwer, ehrlich gesagt. So, und ich hab's euch gesagt, ich will OP erweitern. Nice, Level up. Oh ja, du rastet alles aus. Kollege, willst du dich lieber abhauen? Ich hau dir sonst mit dem Hammer auf den Deckel. Ja, das dachte ich mir. Yay, yippie! Wir haben die Shaggeist geschlagen. Ihr wart ja gar nicht mehr so stark. Ihr blöden alten Shaggeist. Wir haben sie verklopft. Ist das so, oder Mario? Ja, das hast du definitiv. Und wir haben dafür einen weiteren Stern gerettet. Und welcher ist es? Es ist der Matrose, der im Seeozean, im Weltraumozean lebt. Im Weltraumsee. Yeah, wie sieht's gerade aus mit Leben? Oh, ich bin voll geheilt worden. Danke, Spiel. Aber nochmal ganz kurz. Komm, ist gerade so ruhige Atmosphäre hier. Wir können da mal ganz kurz schauen, wie es denn aussieht mit Orden. Ja, uns fehlen 3 Punkte, aber es gibt ja so ein bisschen was, was wir wegtun könnten. Powerhauer zum Beispiel. Powersprung. Nein, mein Erdbeben will ich behalten. Da tue ich dann lieber den. Ja, die Beine brauche ich eigentlich noch, ne? Den Tummel nichts raus. Auch wenn er sehr gut ist. Der hat sehr oft noch den Hintern gerettet. Versohlt, nein, gerettet. Aber
für Kraft plus durch alles. Genauso wie für die Sterne. Let's go. Der vierte von 7 Sternen, somit gerettet. Yeah. Er ist auch sehr stolz auf uns. Und noch stolzer wäre er, wenn wir hier im Kapitelende von Kapitel 4 noch einen Like da lassen würden. Um Muscula, den vierten Stern, zu befreien, stellte sich Mari der üblen Shy-Guy-Bande. Langsam erfüllt wieder funkelndes Leben den einst so finsteren und kahlen Nachthimmel. Doch erst wenn der Sternstab aus Bowsers Klauen entrissen wird, ist das Böse gebannt. Noch 3 Sterne warten auf ihre Rettung, doch wo in aller Welt mögen sie wohl sein? Gute Question.